herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Einsatz im Juweliergeschäft von Playmobil Adventskalender. Also, da, naja, wie soll ich sagen? Ein Liebtresor, Blitzes mit Motorrad. Einfach ein Einsatz. Auf der Rückseite steht, naja, welches Türchen ist. Und ja, das denke ich ist ein bisschen gemein, weil das verdirbt den Spaß daran. Aber guckt besser nicht, sonst habe ich keinen Spaß. Dann mache ich das auch mit Opinel besser. Ganz sicher. Mach ich dachte schnell den Block, damit das Messer nicht zugeht. Wahrscheinlich, wie es hier steht, dieses Haus. Bestimmt ist es Haus. Aber das seid ihr am Ende. Nun machen wir auf. Das erste Türchen, weißt du schon, ist hier. Was kann das sein? Ja, Dieb. Naja, zum Glück wundere ich mich nicht. Das sieht schon mal cool aus. Okay, also. Zum ersten Mal sehe ich eine Figur mit diesem. Ja. Schon mal cool. Eine Mütze. Bestimmt ist es Kat. Bestimmt ist es Kat. Ihre Mütze. Alles. Wie? Jetzt sieht es gut aus. Ich bin ein Günster. Okay, das. Geht, hier hin. Gut, gehen wir rüber zu Türchen 2. Was kann da drin sein? Zwei Sachen. Der Dieb braucht einen Sack. Nein, eine Brechschlange. Okay, hier. Gut. Natürlich ein Sack, weil wo soll er die Kohle verstauen? Natürlich gehört das in die gemeine Diebmanne. Immer du mit deinem Sack, oder? Hier deine Brecheisen, deine Taschenlampe. Weil, wenn es dunkel ist, dann müssen sie sehen. Dann gehen wir jetzt zum Türchen 3. Hier ist 23, 13, 8. Wirklich? Euer Ernst? Zeigt mir es. Ach, ich bin echt blind. Ja, ist oder so. Das ist schon das erste Mal, dass ich so etwas habe. Das wird schon ein bisschen dauern, damit ich es aufbaue. Aber ungefähr weiß ich, wie man das aufbaut. Hier glaube ich die Räder. Ich weiß nicht, ob ich es richtig aufbaue. Aber eigentlich sollte das richtig sein. Tada. Und jetzt das. Damit habe ich immer ein Problem. So, ich bin wirklich nicht.
again, yeah, we better teach him here. Ich weiß jetzt genau, wie man das aufbaut. Ich finde es gut, dass es in Folien ist. Dann kann nichts verloren gehen. Aber... Da. Das kann ich zeigen, wie es aussieht. Das passiert mir ganz oft, also nicht wundern, okay? Und fertig. Das hat man immer auf, um etwas Heißes zu erhitzen. Gut. Aber der Dieb arbeitet ja nicht. Er stillt. Aber das ist trotzdem Arbeit. Nur Diebstahlarbeit. Ja, man kann nichts tun. Was erzähl ich da? Okay, dann ist es Tierchen. Ja. Ah, jetzt wieder zum Tierchen. Oh, bitte sei das ein geiles Tierchen. Und wieder bin ich eine blinde Kuh. Ich kann nicht mehr. Du solltest dich freuen, Dieb. Aber naja, eigentlich nicht. Weil das gelingt dir nicht. 5, 6. Oh mein Gott. Bitte sei das. Und unser Prinz ist. Mann, das ist so geil. Ich fühle mich so. Ob jetzt schon. Naja, Weihnachten wäre. Der Blitz ist hier, die Schutzweste finde ich toll. Hab zum ersten Mal sehe ich so eine Schutzweste. Ach nee, die Schutzweste. Leuchtweste. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen verwirrt, weil das so ist. Okay. Hier, die Tasche ist bewegbar. Oh, nicht mehr aus, passbar. Ja, hat er natürlich diese Handschuhe. Jetzt hat er Handschuhe, geil. Und er braucht noch eine Mütze. Dieses ist ein Ersatz. Durch das hin. Tada. Gut. 6, 7, 8. Gemacht. Herr Polizist, ist das der Dieb? Habt ihr den Dieb gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Hey, stehen bleiben! Das bist doch du. 7, 8. Jetzt wird gut gemacht. Ein Regal für alle Schätze. Voll, wo sollen die stehen? Auf dem Fußboden? Ich weiß nicht, ob der Fußboden da glänzt. Gut. Das Geld gehört nicht dahin. Gut. 8, 9. Alarmanlage. Freue mich sehr. Herr. Das mache ich jetzt schnell. Na. Natürlich. Aha. Und? Der Nico. Das hier hin. Kamera. Aufstellen.
jetzt kommt der Dieb nicht. Du. Schön, dass es immer eine Karotte war. Aber naja, Baum ist Baum. Okay, dann, wie mache ich das jetzt auf? Hier, Gold. Hier. Gold. Und Hilfe, sag ich nur. Okay. Nein. Das tue ich mal hier. Ja, tue ich das schöne Kissen hin. Da tue ich irgendwas Wertvolles drauf. Vielleicht den 500er. Nee. 10, 11. Hilfe, sagt der Nico, bekommt keiner. Gut. Jetzt hat der Dieb in etwas zu stehlen. Was ist 12? Oder 13? Egal. Mach ich einfach die 13. Ich bin der heicheste Typ heute. Wirklich. Oh, ehe, Aufkleber. Wusste ich gar nicht. Die Aufkleber. Ach, egal, oder? Die kann ich später aufkleben. Okay. Das sind die Aufkleber. Oh, armes Martin. Kommt die 13 Millionen Euro Kette. Tada! Und jetzt? Dieb, jetzt hast du etwas zum leichten Kampf vor. 14. Natürlich der Motorradhelm. Mit dem alten Logo. Die Fettfolie. Ihr braucht die Folie gar nicht. Okay. Okay. Hinfalls und ich fallen muss. Jetzt ein Flugzeug. Bestimmt das Motorrad. Ja, ich bin so klug. Aber wenn der Polizist das Motorrad hat, dann wo ist seine Pistole? Blaulicht fehlt. Hier steht Police.
Ja, hier auch Pullis, aber Blaulicht fehlt, alles fehlt fast. Aber Pferd. Gut. Und 16. Wo versteckt sich das schöne 16er? Yes! Endlich kommen wir zu seinen Geheimwaffen. Braucht jeder Polizist. Ja. Schlagstock. Zum Selbstwehr. Helm auf. Diese Schlagstöcker heißen vielleicht Tonfader. Pistole. Und Handschuhe mache ich hier dran. Dieses Set ist der Oberhammer. Stehen bleiben. Shit. 16. 17. Wieder was Kleines. Und wir kommen jetzt in größeren Waffen. In die Nummer 18. Okay, das ist jetzt, glaube ich, das zweite, dritte größte. Auf jeden Fall habe ich schon einen Geschmack, was das ist. Habt ihr auch einen Geschmack? Ich schon. Genau das. Komm raus, das. Okay, dann bin ich klein. Kasse. Nicht gerade der Hit zum Aufkleben. Nicht gerade der Hit, aber der Fritt. Okay. Gut. Jetzt. Hilfe. War das jetzt schwer? Ich habe keine Kraft mehr. Aber 19. Ich komme. Ja! Ein Tablet und Telefon. Genau, an ihn aufkleben. Tablet ohne Bildschirm. Jetzt mit Telefon. Irgendwie muss man mit dir auch telefonieren. Tada! Ein erstes Tablet und Telefon lohnt sich. 1920. Gold, yeah. Hab ein bisschen genug. Herr Dieb? Ja, Sie können jetzt ruhig mit Gold abhauen. Was passiert mir nur das? Herr Dieb, Sie bekommen das teuerste und das beste Gold der Welt. Freuen Sie sich oder die Polizei kommt. Was? Was hast du denn?
Spielzeug, gell? Freue mich sehr, weil er muss irgendwie einbrechen, muss irgendwie den Safe knacken und so. Wie soll das alles mit sich schleppen? TNT. Falls er den, ja, Juwel sprengen muss, diesen Laden. Dynamit. Yes. Du bekommst gleich mächtig Ärger, Freundchen, wenn du die Polizei kommt. Jetzt kommen wir zu den letzten. So sieht das Ganze aus. Eigentlich schön, aber zum Spielen ein bisschen wenig Platz, wenn man da drin spielen will. Aber für Dekoration schon gut. Aber zum Spielen würde ich eher etwas anderes nehmen. Statt dieses Tonstück. Es hat mich ein bisschen so weihnachtlich gemacht und mein Hund auch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bolle hat jetzt auch einen Hund. Jetzt habe ich Angst.